Einen wunderschönen guten Abend heute Abend hier vom Politdinner. Mein Name ist Alexander. Und wir gehen mal rein, wir gucken mal, was genau hier so passiert. Politdinner 2016. Heißes Futter für den Jugendrat. Ich meine, was will man mehr? Michael, es ist ja nicht das erste Politdinner, was du heute mitmachst. Was fällt dir positiv an dem diesjährigen auf? Also mir fällt eigentlich fast nur was Positives auf. Vor allen Dingen finde ich gut, dass wir hier 35 junge Leute haben. Doch nicht nur die Jugend war vertreten, sondern auch Politiker von Kommunal- bis Landesebene engagierten sich dieses Jahr wieder, um einen Austausch zwischen der Politik und der Ratinger Jugend zu gewährleisten. Doch neben politischen Fragen begegnete man sich hier durch das ein oder andere nicht-politische Thema auch auf persönlicher Ebene. Hier beim Politdinner sind nicht nur die Themen heiß diskutiert. Also, es gibt die Papa-Spezialsoße bei den Nudeln. Wenn die Nudeln jetzt nicht kochen, dann wird das nichts mehr. Nach dem grandiosen Erfolg letztes Jahr, Prost. Ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Alkohol und dem Verliebtsein. Und am Ende schmeckt es. Denn auch dieses Jahr wurde dem Namen des Events alle Ehre gemacht und neben kritischen Fragen auch der Kochlöffel geschwungen. Von gruseligen Halloween-Bowlen über diverse Kürbisgerichte bis hin zu süßen Desserts bot sich hier ein breites Spektrum und so wurde hier für einen vollen Magen und eine ausgelassene Stimmung gesorgt. Thematisch hat sich der Abend dieses Jahr an Halloween orientiert und das somit geschaffene Ambiente sorgte für gute Laune bei allen Gästen. Ich finde das klasse, dass der Jugendrat das hier macht. Sehr gut, eine tolle Idee. Das lohnt sich. Ich finde das echt eine super Idee immer vom Jugendrat und top organisiert. Wenn er das wieder macht nächstes Jahr, bin ich dabei. Ja, Politdinner 2016 ist auch schon wieder vorbei. Ich glaube, wir hatten eine ganz coole Veranstaltung, oder was hast du, Alex? Ja, wir haben uns gut unterhalten, wir haben gut gekocht und wir haben gut gegessen. Also ich würde sagen, die Leute, die kommen wieder, definitiv.